herzlich willkommen zur dritten Stunde heute. Und heute das Thema ist wieder mal ein Thema aus der Astronomie. Und ich habe mich dazu entschieden, nochmal so ein Thema zu machen, weil ich auch meine letzten beiden Talks, die auch thematisch in die ähnliche Richtung gingen, ziemlich viel Rückmeldungen bekommen habe, aus denen mir dann klar wurde, dass ich dass offenbar ziemlich viel Interesse und auch ein ziemlich hohes Maß schon an Vorwissen bei vielen vorhanden ist. Und darum dachte ich mir, warum nicht mal das Thema hier. Und ich werde auch gleich erklären, was diese beiden Subbereiche oder Subthemen miteinander zu tun haben und warum es sinnvoll ist, dass man darüber einen Vortrag macht. Okay, also wenn von Ereignishorizonten die Rede ist, dann denkt man häufig oder denken viele Leute an die Ereignishorizonte von schwarzen Löchern, aber um die geht es heute nicht, sondern heute geht es um die weniger bekannten Ereignishorizonte, die sogenannten kosmologischen Ereignishorizonte. Und bei denen handelt es sich quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen eigenen kosmologischen Ereignishorizont, also jeder hat im Grunde so einen, beschreiben will, dann beschreibe ich oder definieren will, dann definiere ich den als einen bestimmten Abstand und was ein Ereignishorizont bedeutet, ist einfach, dass alles, was heute hinter diesem Abstand ist, und dieser Abstand ist ein paar Lichtjahre ungefähr groß, all das kann nicht mehr in Zukunft mit mir wechselwirken. Das heißt, das kann kein Licht von diesem Bereich mich erreichen und es kann auch keine Information oder keine Wechselwirkung in jeder Art und Weise kann weder von dort zu mir noch von mir zu dieser entfernten Raumregion dringen. Die Ursache von, also, oder wieso es überhaupt zu der Existenz von so einem Ereignishorizont kommt, das ist die Expansion des Raums. Und das möchte ich jetzt gleich noch ein bisschen näher erklären. Aber zuvor möchte ich erstmal kurz rumfragen, wer schon mal von der Expansion des Raums gehört hat. Okay, und wer kann sich darunter was vorstellen? Okay, das ist schon mal gut. Und es gibt halt, bevor ich das näher erkläre und näher beschreibe, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass es einen ziemlich, dass quasi der Kern von dieser chaotischen Viertelstunde sein wird, ein weit verbreiteter Irrtum über diesen Ereignishorizont. Okay, und jetzt erkläre ich zunächst erstmal ein bisschen mehr zu der räumlichen Expansion des Universums. Und zwar, wieso ist sie überhaupt da? Zunächst mal und dann, was man sich darunter vorzustellen hat. Also wir fangen an mit einer Theorie. Und diese Theorie heißt abgekürzt ART oder allgemeine Relativitätstheorie. Und die Abkürzung ist ziemlich gut, weil ziemlich gut gewählt, weil es ist eine Kunst, die ART zu verstehen. Deshalb hat Einstein auch 10 Jahre gebraucht, um sie zu entwickeln. Und was diese Theorie vorhersagt, ist, dass es zu einer räumlichen Expansion kommt. Infolge der Gravitation. Okay, also Gravitation, das der gesamten Materie im Universum, ist sozusagen die Ursache für diese Expansion. Und was das nun bedeutet mit dieser Expansion, das erkläre ich jetzt an einem Schaubild. Und zwar mache ich ein sogenanntes Raum-Zeit-Diagramm. Und das Ganze müsste eigentlich vierdimensional sein, aber ich kann hier natürlich nur zweidimensional zeichnen. Deshalb beschränke ich mich auf eine Raumdimension, die ich x nenne, und eine Zeitdimension, die ich t nenne. Und jetzt kann ich hier an irgendwelche Koordinaten, kann ich jetzt zum Beispiel so Galaxien hinmalen. Jetzt nehmen wir zwei Galaxien, die hier so räumlich entfernt sind und
zur gleichen Zeit betrachtet. Also das hier wäre jetzt eine Linie gleicher Zeit oder eine gleichzeitige Linie halt. Und das hier deutet an, dass die Galaxien im Raum Ganzen voneinander. Und wenn ich mir jetzt dieses System aus zwei Galaxien zu einer späteren Zeit angucke und ich gebe als Voraussetzung, dass diese Galaxien am gleichen Ort immer noch bleiben, das heißt, dass sie ihre Koordinate nicht verändern, dann mache ich eine erstaunliche Entdeckung. Nämlich, ich kann jetzt quasi so ein Metermaß zwischen den Galaxien aufspannen, so ein Metermaß, auf dem so ein Lichtjahr drauf passt oder auch mehrere, und kann den Abstand messen. Natürlich nur im Kopf des Theoretikers, so. Mit diesem Metermaß. Aber was ich dann feststelle ist, wenn ich hier einmal messe, mit so einem Metermaß, wie groß der physikalische Abstand ist, und hier nochmal, dann denke ich eigentlich naiverweise, dass das Gleiche rauskommt. Aber was Expansion des Raums nun bewirkt, ist, dass ich hier einen viel größeren Abstand bekomme, obwohl die Galaxien auf den gleichen Koordinaten immer noch bleiben. Und das Ganze kann man sich bildhaft veranschaulichen, als dass mehr Volumen zwischen diesen Galaxien über die Zeit entsteht oder hineinpasst. Und das Ganze interpretieren wir als Beobachter, die jetzt den Abstand zwischen Galaxien messen würden, dann als eine Bewegung der Galaxien. Also die Galaxien sind ferner geworden über die Zeit, das heißt, sie haben sich entfernt. Und dahinter steckt aber keineswegs eine Bewegung der Galaxien innerhalb des Raumes, denn sie bleiben an der gleichen Koordinate, sondern es ist quasi, dass der Raum selbst sich ausdehnt. Und das ist, was hinter diesem Konzept der Raumexpansion steckt. Und dadurch, dass man Geschwindigkeit ja über einfach Abstand pro Zeit definiert, wird das Ganze jetzt ein bisschen zweideutig. Es ist ja nämlich so, dass wenn ich die Geschwindigkeit der Galaxie nun angebe, zum Beispiel die Relativgeschwindigkeit oder auch die Geschwindigkeit von irgendeiner Galaxie relativ zu meinem Punkt, dann muss ich jetzt berücksichtigen, dass zunächst mal die Galaxie aufgrund der räumlichen Expansion einfach weiter weg erscheint und dem Ganzen kann ich eine Geschwindigkeit zuordnen, die nämlich V-Rec, und das Rec steht für den Fachbegriff, nämlich Rezessionsbewegung. Und das ist einfach die scheinbare Bewegung, die dadurch entsteht, dass der Abstand zwischen diesen Koordinaten anwächst über die Zeit. Und dann habe ich, was man als Pekuliarbewegung bezeichnet. Und das ist, dass die Galaxien natürlich oben drüber auch nochmal ihren Abstand, ihre Koordinate im Raum verändern können. Das heißt, ich habe immer diese zwei Bewegungen überlagert. Und deshalb ist es ein bisschen zweideutig, in der ART über Geschwindigkeiten zu sprechen. Soweit ist alles klar, oder gibt es irgendwelche Fragen? Ist hier jetzt die Ausdehnung vom Raum linear in der Zeit, oder ist da der Zusammenhang? Die ist ganz komplex, die ist nicht linear. Okay. Da gehe ich auch noch gleich noch drauf ein. Okay, und für diesen Teil, also dieser Teil hier wäre jetzt die Geschwindigkeit, die scheinbare Geschwindigkeit, mit der sich Galaxien infolge der Raumexpansion von uns wegbewegen. Für die gibt es jetzt die Gesetzmäßigkeit, dass die gegeben ist, oder dass die proportional zu dem Abstand des Objektes ist. Das heißt, die Galaxien, die weiter von uns weg sind, da werden wir eine höhere Fluchtgeschwindigkeit messen. Oder eine höhere Rezessionsgeschwindigkeit. Okay, das heißt, ich mache das. Okay, also in dem Fall ist das jetzt hier. Das hier wäre jetzt die Proportionalitätskonstante. Und das hier wäre der Abstand. Und das Besondere ist, dass eigentlich diese Größe
nur zu erster Näherung eine Konstante ist und eigentlich hängt sie von der Zeit ab. Das heißt, wenn ich mir kleine Zeitspannen betrachte, dann kommt mir das wie so ein linearer Zusammenhang mit dem Abstand vor. Aber wenn ich zu verschiedenen Zeiten gucke, wie schnell die Galaxien an verschiedenen Abständen expandieren, dann tun sie das zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich schnell. Okay, aber das soll uns jetzt erstmal nicht beschäftigen weiter, sondern was wir jetzt uns angucken wollen, ist, da nun die Geschwindigkeit proportional mit dem Abstand geht, kann man ja im Grunde einfach, indem man immer weiter rausgeht, irgendwo eine Position finden, wo diese Geschwindigkeit gerade der Lichtgeschwindigkeit gleich ist. Und wenn ich jetzt einfach die Stelle suche und ich löse das Ganze jetzt hier auf nach diesem Abstand, dann ist es der Abstand, der gerade durch Lichtgeschwindigkeit durch dieses H gegeben ist. Und das kann ich ausrechnen. Das habe ich, glaube ich, sogar den Wert dafür. Nee, habe ich nicht. Aber ist auch nicht weiter interessant. Auf jeden Fall kann man sich fragen, was an diesem Ort passiert. Also das dürfte ungefähr so Größenordnung von Lichtjahren oder sogar hunderte Lichtjahre sein, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, jetzt kann man sich angucken, was sich, oder überlegen, was sich bei diesem Abstand von mir aus betrachtet tut. Die Frage ist dann insbesondere, kann ich Galaxien, die weiter entfernt sind als dieser Abstand, überhaupt sehen? Und das ist mehr, wo dieser weit verbreitete Irrtum über Ereignishorizonte in Erscheinung tritt. Denn wenn man sich jetzt überlegt, und das mache ich auch wieder in einem Schaubild, ich kann jetzt gerade nochmal so ein ähnliches Diagramm zeichnen, wo jetzt hier auch wieder x ist, und jetzt zeichnen wir einfach mal hier den Punkt ein, wo wir gerade uns befinden, und hier zeichnen wir ein, wo sich jetzt irgendwie so eine weit entfernte Galaxie befindet, und das hier soll jetzt gleichzeitig auch der Punkt sein, wo eben dieses V-Gleichchen C ist. Das heißt, ich nenne diesen Ort jetzt, den nenne ich jetzt mit so einem Index, um zu kennzeichnen, dass es genau dieser Ort ist, wo das eintritt. Und hier genauso hier mache ich einfach so ein H dran. Um diesen Ort, diese Linie zu kennzeichnen, diese Position auf dieser Achse, wo gerade die Geschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit da ist. So. Ah, okay, ich habe den Wert doch. Also das sind sogar viel mehr, als ich dachte. Das sind 14 Milliarden Lichtjahre. Genau. Und wir zeichnen noch was ein bei 20,42 Milliarden Lichtjahre. Das ist das fliegende Spaghetti-Monster. Okay. Das ist das Spaghetti-Monster. Kennst du es nicht? Doch, doch. Aber ich weiß nicht, warum das da ist. Ja, das ist das. Weil wir es nicht sehen können. Aber die Kirche von dem fliegenden Spaghetti-Monster, die sagt, ganz klar, dieser Wert. Ich finde nicht, dass es 23,42 ist. Auf wie viele Nachkommastellen haben Sie denn bestimmt? Auf unendlich viele. Das ist so eine Reihenentwicklung, die kann man analytisch bis zum letzten Punkt ausrechnen. So, okay. Zurück zu diesem Punkt hier. Wenn man jetzt hier so einen Bewegungsvektor einzeichnen würde, und das ist jetzt übrigens kein Raum-Zeit-Diagramm mehr, sondern auf der Achse könnt ihr euch irgendwie nochmal eine Raumdimension denken oder so. Und man betrachtet jetzt quasi die Galaxie so von oben, also oben in Anführungsstrichen. Und man hat hier so einen Geschwindigkeitsvektor jetzt dran und
Das wäre jetzt natürlich, also wenn man bei dieser Geschwindigkeitsvektor sich jetzt auf nur dieses Ding hier bezieht und wenn man jetzt sagt, man setzt das hier 0 einfach und man schaut sich nur eine Galaxie an, die einfach bei ihrer Koordinate bleibt, dann muss ich hier so ein C dran schreiben an den Geschwindigkeitsvektor. Das war ja gerade die Voraussetzung an diesem Punkt, ist diese Expansionsgeschwindigkeit einfach gleich C. Und jetzt gucke ich mir an, jetzt sendet diese Galaxie so ein Photon hier aus zu mir. Und dieses Photon bewegt sich jetzt mit minus c. Okay? Also gerade einfach in die, weil ich hier die Achse positiv in die Richtung gewählt habe, ist hier einfach v gleich minus c von diesem Photon. Und das Besondere ist, dieses minus c bezieht sich jetzt auf das hier. Und das ist nämlich jetzt der Punkt. Jetzt muss ich nämlich für dieses Photon, für die Gesamtgeschwindigkeit berücksichtigen, dass es sich erstens mit c relativ zur Galaxie bewegt. Das ist dieser Teil hier. Und dann aber, dass noch die Expansionsgeschwindigkeit vom Raum dazu kommt. Und die ist an diesem Punkt auch c. Das heißt, insgesamt für das Photon habe ich c minus c gleich 0. Und das ist der Grund, warum die Leute glauben, dass das Photon dann, oder warum viele Leute glauben, diesen Fehlschluss dann machen, auf den ich gleich eingehen werde, dass das Photon hier einfach eingefroren bleibt für immer und sich niemals zu uns bewegt. Und also das hier ist noch nicht Teil des Fehlschlusses, das hier ist richtig einfach. Aber dieser Trugschluss dann herkommt, ist, dass das auch immer so bleibt über die ganze Zeit hinweg. Dass dieses V nicht wieder größer werden kann, die Geschwindigkeit, mit der das Photon sich zu uns bewegt. Und ich möchte jetzt argumentieren, anhand von auch wieder einfachen Schaubildern, hinter denen aber solide Mathematik steckt, dass diese Nettogeschwindigkeit, in Anführungsstrichen, die das Photon zu uns hat, über die Zeit hinweg dann wieder zunehmen kann. Und das ist auch der Grund, warum wir in der Tat Galaxien, das Licht von Galaxien sehen können, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen oder bewegt haben zu der Zeit, wo wir sie betrachtet haben. Und der zweite Teil dieses Druckschlusses, dass das Licht hier nicht mehr fortkommt und ewig brauchen würde zu uns, ist, dass diese Linie quasi dann den Ereignishorizont markiert, den kosmologischen Ereignishorizont. Aber, wie ich schon sagte, dieses Photon kann zu uns kommen, aber das Verwirrende ist, es gibt trotzdem immer noch einen kosmologischen Ereignishorizont, nur der liegt woanders, der liegt nicht bei dieser Linie. Und der liegt sogar ziemlich nah manchmal an dieser Linie, je nachdem zu welchem Zeitpunkt ich das Universum betrachte, aber er ist halt anders. Und genau, und die, also erstmal zunächst mal formal, was ich tun muss, wenn ich wissen will, wo der kosmologische Ereignishorizont liegt, ist, ich darf nicht diesen Ausdruck nehmen, sondern ich muss einen Ausdruck nehmen, wo so ein Integral steht. Und das ist jetzt zwar zu technisch an der Stelle, aber ich will es so in Worten darauf hinweisen, dass man hier über Größen integrieren muss und dann kommt was ganz anderes raus. Gerade deshalb, weil dieses H hier unten, weil das eine Funktion der Zeit ist und sich verändert. Und was das bedeutet, das will ich jetzt anhand von einfachen Bildern zusammenfassen. Und man kann sich jetzt hier verschiedene Metaphern überlegen. Man kann jetzt dieses Photon, was von dieser entfernten Galaxie auf dem Weg zu uns ist, kann man zum Beispiel vergleichen mit einem Schwimmer, der gegen eine Strömung schwimmt und deshalb die gleiche Geschwindigkeit, die Strömung hat, an einer Stelle verharrt. Oder wie mit jemandem, der auch mit einem Läufer, der auf einem Laufband läuft und gerade so schnell ist, dass er einfach im Netto nichts zurücklegt, also gerade die Geschwindigkeit des Laufbands hat. Und ich habe mich jetzt zu dieser folgenden Darstellungsweise entschieden. Ich male jetzt den Raum. Hier ist zweidimensional anstatt drei. Male ich jetzt als so eine Art Boden. Ähnlich wie beim Laufband. Und ich denke mir jetzt anstelle des Photons so einen Läufer, der hier jetzt irgendwie läuft. Und diese Linien hier, die sollen verschiedene, das soll quasi das Koordinatennetz sein, das über diesen Boden gespannt ist. Und
die Breite von diesem, oder die Länge von, besser gesagt, von dieser Fläche jetzt hier angezeichnet ist, das wäre jetzt der physikalische Abstand. Also quasi das hier. Das heißt, der Abstand, der tatsächlich größer wird über die Zeit. So, und dieser Läufer, der läuft jetzt hier zu uns. Und das ganze Ding, wenn wir es von uns aus hier betrachten, wir sind jetzt hier an dieser Linie zum Beispiel, dient sich dann von uns weg, sozusagen. Also man hat so eine Situation wie jemand, der auf dem Laufband läuft und der Grund, warum er hier in diese Richtung läuft, ist wahrscheinlich das hier oben. Und auch hier kann ich jetzt das Ganze wieder wie so eine Art Raumzeitdiagramm verpacken, indem ich jetzt einfach sage, gucken wir jetzt diese gleiche Fläche zu einem späteren Zeitpunkt an. Ich lasse jetzt ein bisschen Zeit verstreichen und gucke mir an, was aus dieser Fläche geworden ist. Und die hat sich jetzt ausgedehnt. Und das Wichtige ist, aufgrund dieser Proportionalität zwischen oder Expansionsgeschwindigkeit und Abstand ist das nicht so gleichmäßig einfach, sondern diese Koordinate hat sich ein bisschen weniger ausgedehnt als diese hier. Das heißt, ich bekomme jetzt, wenn ich hier nochmal sowas einmale, bekomme ich. Also das nimmt ungleichmäßig zu. Und hier wäre es dann der nächste Strich, wäre dann wäre es hier, wenn man es jetzt übertrieben zeichnet. Ich denke, das ist klar, was ich meine. So, und im nächsten Augenblick, wo dieser Läufer gerade ist, der läuft jetzt hier drüber, während das Ding hier unter ihm weg expandiert. Und der steht immer noch an der gleichen Stelle. Wenn ich es auf die Tafel beziehe, aber nicht mehr auf der gleichen Stelle, wenn ich es auf das Koordinatensystem hier, was ich durch dieses Netz hier angedeutet habe, beziehe. Das heißt, hier auf dieser Koordinate steht, dann ist die jetzt hier und der hat jetzt eine Koordinate erreicht, die weiter an uns dran ist. Oder eine Raumposition, weil er sich mit Lichtgeschwindigkeit hier durch den Raum bewegt. Und das hat jetzt aber auch die Folge, dass wiederum aufgrund dieser, und dessen, dass die Expansionsgeschwindigkeit eben mit dem Abstand geht, dass die Linie, wenn ich die jetzt mit einer anderen Farbe einzeichne, an der eben die Geschwindigkeit gerade gleich, also die Nettogeschwindigkeit gerade gleich 0 ist, weil die Expansionsgeschwindigkeit den Wert der Lichtgeschwindigkeit erreicht, das wäre in dem Fall hier, die ist jetzt aber nach hier hinten gerückt. Das heißt, er steht nicht mehr in dieser Position. Das heißt, die Rezessionsgeschwindigkeit ist nicht mehr die Lichtgeschwindigkeit. Und das heißt, dieses Ding hier oben ist nicht mehr 0, sondern es ist größer 0. Also, es ist quasi so, als ob das Laufband an unterschiedlichen Stellen des Bandes unterschiedlich schnell laufen würde. Und er hat halt sich, weil er auf dem Laufband läuft, bewegt er sich zwar nicht von der Stelle, aber er erreicht halt eine andere Position auf dem Laufband. Und dadurch hat er auch wieder dadurch hat er eine andere Stelle erreicht, also eine Stelle mit einer anderen, wo das Laufband mit einer anderen Geschwindigkeit läuft. Und dadurch wird er wieder schneller und bewegt sich im Endeffekt von der Stelle. Ja? Das heißt, paradoxerweise könnte man fast sagen, er bewegt sich genauso schnell wie vorher, wird aber schneller. Ja, also es ist halt der Punkt ist, dass um das ein bisschen zusammenzufassen, dass dieses Canceling von diesen beiden Geschwindigkeitsbeiträgen, also von diesen beiden hier, dass es nicht so funktioniert, oder dass insgesamt diese Geschwindigkeit nicht so funktioniert wie eine Bewegung im Raum, sondern das eine, das diesen Term hier liefert, ist halt eine Bewegung des Raumes sozusagen. Und das hier ist die Bewegung im Raum. Und dadurch greift diese Logik nicht mehr, die man normalerweise hat, nämlich die Logik, dass wenn der Läufer bei diesem Punkt ist, bei diesem xh, dann ist diese Bedingung erfüllt. Und dadurch kommt er aber nicht mehr zu einem anderen Punkt, sondern bleibt bei xh, deswegen wieder diese Bedingung erfüllt, deswegen bewegt er sich nicht weg. Sondern hier ist es halt so, dass dieser Schluss nicht mehr gilt, sondern dass er halt, weil das hier bleibt, also weil
immer noch diese Geschwindigkeit relativ zu den Raumkoordinaten hat, aber sich halt alles unter ihm wegbewegt, dass er nicht bei diesem H bleibt, sondern dass er halt, um es mit dieser Metapher auszudrücken, an einer anderen Stelle vom Laufband ankommt, wo halt diese Bedingung nicht mehr gilt. Deswegen nimmt diese Nettogeschwindigkeit dann wieder zu. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, das hier, dass diese Linie jetzt hier ist, das gilt nur für den Fall, dass die Expansionsrate des Universums konstant ist. Und nun kann die Expansionsrate des Universums auch langsamer werden und schneller werden. Und ich möchte das gerade mal in einem Diagramm, möchte ich das euch zeigen, wie die Expansion sich verändert. Und zwar, wenn ich mir jetzt ein beliebiges Volumen angucke im Raum und ich lasse dieses Volumen, also ich verändere dieses Volumen nicht und gucke einfach nur an, wie es größer wird. Und ich zeichne jetzt die Größe des Volumens und hier ist die Größe, die es jetzt heute hat. Das sage ich jetzt einfach, das ist hier diese Position, also hier ist die Größe, hier ist die Zeit. Hier sage ich jetzt einfach, ist heute, dann ist gerade hier und jetzt quasi in diesem, also relativ zu dieser Wahl quasi, dass es heute gerade hier ist, zeige ich euch jetzt, wie das sich verhält mit Zeit. Und zwar geht das so und dann so. Also das wäre jetzt, wenn ich hier ein beliebiges Volumen im Universum rausgreife, und ich vergleiche quasi, wie es gewachsen ist, dann wächst es erst so fast exponentiell, dann entschleunigt sich die Expansion wieder. Das heißt, die Expansionsrate wird wieder langsamer, aber es expandiert immer noch. Dann ist hier sowas wie so ein Plateau und hier beschleunigt sich die Expansion dann wieder. Das heißt, die Expansionsrate wird über die Zeit auch wieder schneller. Und das Ganze, das konvergiert hier gegen eine Exponentialfunktion, je weiter ich zum Zeitpunkt unendlich gehe. Und woher man das hier weiß, ist einfach, dass man dieses theoretische Modell angenommen hat und dann geguckt hat, man hat verschiedene Beobachtungen und aus denen kann man dann schließen, wie sich diese Größe verhält. Und was dann passiert, wenn sich das Universum entschleunigt, das heißt, wenn die Expansionsrate, wenn die zu weiteren Zeitpunkten kleiner wird, dann werden halt alle Geschwindigkeiten an allen Orten einfach ein bisschen kleiner. Und dann liegt diese Linie, wo die Lichtgeschwindigkeit erreicht wird, einfach ein bisschen weiter hinten. Das heißt, nicht nur, dass diese Fläche sich ausdehnt, sondern diese Linie ist relativ zu der Fläche auch nochmal nach hinten gerutscht. Nicht mehr an dieser Koordinate hier. Und das hilft dem Läufer sogar noch ein bisschen näher zu uns zu kommen, wenn man es so betrachtet. Andersherum, wenn das Universum die Expansion beschleunigt, dann passiert was ziemlich Interessantes. Dann zunächst mal rückt diese Linie über die Zeit hin weiter zu uns. Das heißt, die Linie, wo einfach die Ausdehnungsgeschwindigkeit gerade der Lichtgeschwindigkeit gleich ist und sie kann dann irgendwann den Läufer sogar überholen und die Konsequenz daraus ist, dass es in dem Fall aus einem bestimmten Grund einen eigenen Horizont gibt. Und zwar, wenn ich mir jetzt das, wenn ich mir hier nochmal das hier anschaue, dieses Schaubild hier, dann habe ich hier vorhin gesagt, man kann das so sehen, wenn man das bildlich veranschaulicht, als ob hier mehr Volumen zwischen den beiden Punkten entsteht durch die Expansion. Und nun ist es so, dass das Licht in gleicher Zeit immer das gleiche Volumen zurücklegt. Und das heißt, dass das Licht über die Zeit hinweg in diesem Diagramm hier, wenn man jetzt hier das Licht verfolgt quasi, immer langsamer wird. Also es wäre am Anfang hier, wo es gerade losgesendet wird, dann erreicht es hier einen Punkt, der
ein bisschen weiter entfernt ist als die Entfernung zwischen dem Punkt hier und dem Punkt, wo es als nächstes, den es als nächstes erreicht. Das heißt, es bewegt sich innerhalb von diesem Diagramm immer langsamer. Und in den Fällen, in denen es die Expansionsrate konstant ist oder entschleunigt, kommt es, wird es zwar verlangsamt, aber kommt immer noch hier an. Während bei einem beschleunigten Universum quasi bei einer bestimmten Distanz, also bei einem Objekt, was von einer bestimmten Entfernung losgeschickt wird, die Zeit, um zu uns zu kommen, gerade unendlich ist. Und das ist halt, wie dann dieser Ereignishorizont entsteht. Und witzigerweise ist der Ereignishorizont im Fall von einer exponentiellen Wachstum, dem sich das tatsächliche Wachstum immer weiter annähert, wie ich eben erwähnt habe, tatsächlich gerade genau hier durch diesen Ausdruck gegeben, aber zufällig. Das heißt, wenn man das Integral löst, kommt zufällig das Gleiche raus. Und das ist, warum dieses einfache Bild, dass ich diesen Ausdruck nehme und dazu diese Erklärung, dass dadurch, dass sich Galaxien an diesem Punkt beginnen, überlich schnell von mir wegzubewegen, dass ich dadurch diese Galaxien nicht mehr sehen kann, warum das eine Erklärung ist, die aus den falschen Gründen richtig ist, sozusagen. Okay, und ich hoffe, jetzt habe ich nicht zu viel Verwirrung angerichtet und das war's jetzt. Also, falls es irgendwelche Fragen gibt, dann könnt ihr die jetzt stellen. Bei der Expansionskurve mit dem Plateau, ja. Woher wissen wir, dass es kein, oder glauben wir zu wissen, dass es kein weiteres Plateau geben wird? Weißt du, dass es in Zukunft immer weiter ewig expandiert? Oder? Genau, also sind wir uns da sicher? Also ich meine, wenn es ein erstes Plateau gibt, dann könnte es auch ein zweites geben. Ja, wir sind uns da sicher, weil was hier diese Entschleunigung verursacht, das ist quasi die Masse, der Masseninhalt, der in Strahlung und gewöhnlicher Materie, also fester Materie, steckt. Also die Masse in Atomen sozusagen. Ja? Also zusammen mit der Masse, oder mit dem Massenäquivalent zu der Strahlungsenergie. Das heißt, hier Atome und Protonen und was man noch zu Strahlung zählt, wäre dann, was diese Entschleunigung hier verursacht. Nun ist es aber so, dass die Materie, also dass die Massendichte von Atomen und von Strahlung, also unter anderem auch von Photonen, mit der Größe des Universums, also wenn das Universum größer wird, wird sie ausgedünnt. Und dadurch trägt sie immer weniger bei. Was aber als Effekt, der zusätzlich zu dieser Kurve, zu dem Verlauf dieser Kurve beiträgt, nicht ausgedünnt wird, sondern immer den gleichen Beitrag liefern wird, also quantitativ immer den gleichen Beitrag, ist die sogenannte kosmologische Konstante. Und zwar wird die immer mit diesem Lambda gekennzeichnet. Und diese kosmologische Konstante ist eine Vorhersage der ART. Und die erklärt erstens, mit dieser kosmologischen Konstante folgt erstens, dass es hier wieder beschleunigt. Und das würde man sonst ohne diese kosmologische Konstante auch gar nicht erklären können, warum das so sein sollte. Und dass es sich für immer beschleunigt. Und was theoretisch mit einer kosmologischen Konstante immer noch denkbar wäre, wäre, dass das Universum für eine sehr, sehr geringe Materiedichte zum heutigen Zeitpunkt irgendwann tatsächlich wieder zum Beispiel rekollabiert. Oder dass es irgendwie auf dem Plateau bleibt, was aber ziemlich unwahrscheinlich ist. Oder ziemlich unwahrscheinlich wäre, weil dann müsste sich das eben genau immer wegheben die ganze Zeit. Aber man weiß halt aus Messungen der Materiedichte, dass diese Fälle ausgeschlossen sind und dass es tatsächlich immer expandiert.
wenn es keine weiteren Fragen gibt und ihr könnt mir auch im Laufe des Abends noch... Ich glaube, ich habe eine Frage. Ja. Ich glaube, ich stecke bei der Metapher, die du unten gewählt hast, immer noch in diesem Tuchschluss drin. Also den Tuchschluss hat die auch ein bisschen herauszumerzen. Was für mich aber nur Sinn ergibt, wenn der Läufer nicht von der Ausdehnung getroffen ist. Weil wenn er mit ausgedehnt wird, dann müsste das doch eigentlich immer noch intuitiv in der Metapher Sinn ergeben, dass er nicht bei uns ankommt. Kannst du das irgendwie auflösen? Wie meinst du, dass der Läufer ausgedehnt wird, dass er Länge zunimmt oder was? Nee, das, er bewegt sich ja quasi auf uns zu. Ja. Und der Raum, der Abstand quasi zu uns, der bewegt sich unter ihm weg. Aber warum ist er von dieser Bewegung nicht mitbetroffen? Also ich versuche mal ein bisschen klarer zu machen, indem ich jetzt diesen Boden hier mit dem Raum vergleiche. Das heißt, unterschiedliche Positionen hier entspricht unterschiedliche Koordinaten, ganz normal. Und ich betrachte jetzt, ich lasse jetzt erstmal die Raumexpansion selber weg und gucke nur an, wenn ich jetzt, wenn hier jetzt die kleine Galaxie ist, da drüben bei der Tür, wenn jetzt hier, und ich als Lichtstrahl würde dann einfach halt da rüberlaufen. Lichtgeschwindigkeit, ja. Das würde hier meinen Ort die ganze Zeit verändern. Und in dem Fall, dass das Universum expandiert, wird halt, wie schon gesagt, der Boden, würde der wie so ein Laufband halt so in die Richtung. Also eigentlich würde es gar keine Verschiebung geben, sondern es würde so eine Streckung geben, aber das ist jetzt erstmal für die Metapher ist es egal. Sondern das kommt, der Boden kommt jetzt auf mich zu und weil ich hier dann laufe, komme ich so nicht von der Stelle. Ja. Ja. Was aber trotzdem immer noch geschieht, ist, dass ich die ganze Zeit meinen Ort relativ zu dem Boden ändere. Und die Geschwindigkeit, mit der sich der Boden ausdehnt, der ist halt ungleichförmig auf diesem Boden. Das heißt, hier wäre die Geschwindigkeit ein bisschen kleiner und hier wäre sie dann halt irgendwann die Lichtgeschwindigkeit, weil ich gehe halt von diesem Punkt weg, ich gehe zu einem Punkt, wo die Geschwindigkeit wieder kleiner ist und dann, wenn ich dann die Geschwindigkeit dann aufrechne, weil ich ja immer noch mit der konstanten Geschwindigkeit mich relativ zu dem Boden bewege, habe ich ein Netto in die Richtung. Ja, danke für jetzt klar. Okay, also wie gesagt, wenn es keine weiteren Fragen gibt und ihr könnt mir im Laufe des Abends auch ruhig noch Fragen stellen, dann war es das und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.